Heute geht es um das allererste elektronische Lernspielzeug der Welt. Um ein Spielzeug, das vor allen Dingen in den 70er und 80er Jahren millionenfach verkauft wurde und das bis heute in den Läden steht. Es geht um den Little Professor. Es geht heute also um eine kleine Sensation, den Texas Instruments Little Professor. Und damit herzlich willkommen hier bei Retro 80. Der Little Professor, das ist ein kleines Lernspielzeug, mit dem man die Grundrechenarten, die vier Grundrechenarten spielerisch trainieren und lernen kann. Und das Besondere an diesem Teil ist, es kam bereits 1976 auf den Markt. Und das ist sehr, sehr beeindruckend, wenn man bedenkt, dass so die ersten einigermaßen tragbaren und mit einigen Rechenarten bestückten Taschenrechner erst Anfang der 70er Jahre überhaupt auf den Markt kamen, dass leistungsstarke Taschenrechner, wie zum Beispiel der HP 35, schnell mal über 1000 D-Mark kosteten und dass sich da quasi in den USA so ein richtiges Rennen geliefert wurde zwischen Texas Instruments und Hewlett-Packard bei den Taschenrechnern. Ja, ein Coup gelang damals Texas Instruments mit dem Little Professor, der zwar eigentlich kein Taschenrechner ist, aber in diese Historie reinpasst und der damals verfügbar war und wurde 1976 für $20. Das war ein sehr, sehr günstiger Preis, umgerechnet in heutige Währung etwa so 50, 60 Euro, ist also nicht wirklich günstig, so günstig wie so ein einfacher Taschenrechner für 10 Euro, aber im damaligen Kontext war das eben eine echte preisliche Sensation. Ja, ich würde sagen, wir packen mal aus. Ich zeige euch zunächst mal hier die Verpackung. Das ist hier die Version aus den 1980er Jahren, die auch in den 1990er Jahren so verkauft wurde. Es gab eine Vorgängerversion in den 70er Jahren, die hatte allerdings eine LED-Anzeige. Die hatten damals so rote oder grüne LED-Anzeigen, die so leuchteten. Aber die haben eben sehr viel Strom verbraucht und deswegen wechselten viele Hersteller von Taschenrechnern Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zu etwas stromsparenden LCD-Displays. Und das hat eben auch hier dieser Little Professor. Und es gab dann in den 2000ern noch mal eine neuere Version, die auch jetzt noch im Handel ist, die noch Solarzellen hat, sodass quasi der interne Akku über Solarzellen aufgeladen werden kann und man sich da gar nicht mehr groß um die Stromversorgung Gedanken machen muss. Ja, hier seht ihr noch mal so ein bisschen auch den Lieferumfang. Wir packen jetzt aber sowieso aus und ich zeige euch mal, was drin ist. 5 Spiele, um zu lernen, steht hier drauf. Der Little Professor verwandelt das Erlernen von 1x1 und das Rechnen in ein aufregendes Spiel und das kann man wirklich sagen, es war für viele damals ein sehr spielerischer Zugang zur Mathematik, zum 1x1 und das hat sicherlich dazu geführt, dass er so ein Verkaufsschlager wurde. Im ersten Jahr allein wurde er über 1 Million Mal verkauft und bis heute sind es viele Millionen Mal gewesen. Ja, was war dabei? Einmal hier eine Anleitung natürlich, dann hier so ein paar Karten, da gehen wir gleich drauf ein und der Little Professor selber. Hier, der war in der Verpackung und schon relativ klein. Die 70er-Jahre-Version, die hatte ungefähr dieses Format der Verpackung. Und wenn wir das hier mal aufmachen und den hier rausnehmen, dann werdet ihr sehen, der 80er- und 90er-Jahre-Little Professor ist im Prinzip also sehr, sehr schmal, sehr, sehr klein und nur die Verpackung ist riesengroß. Ja, so sieht er aus, der kleine Professor. Hier oben das Display, hier so ein paar Tasten. Und ja, wir gehen gleich drauf ein. Ich zeige euch vielleicht noch ganz schnell mal hier die Bedienungsanleitung des Little Professor. Die war hier auch mehrsprachig und hat alles erklärt. Auch die mitgelieferten Spiele, die man damit noch machen konnte. Dann gab es hier Italienisch, Niederländisch und so weiter. Französische Anleitung, die war hier mit dabei. Viel zu erklären und gibt es hier aber nicht, denn im Prinzip ist der Little Professor recht einfach. So, schalten wir den Little Professor mal ein. Die ersten Modelle, die hatten hier noch an der Seite so einen Schalter, die neueren allerdings alle hier mitten auf der Tastatur. Ja, und sobald wir den einschalten, erscheint hier die erste Rechenaufgabe im Display, 1+1, und wir müssen jetzt hier die Lösung eingeben. Neben dieser Aufgabe haben wir hier dann noch so einen kleinen Little Professor im LCD-Display abgebildet, und wenn wir die richtige Lösung eingeben,
dann wackelt der mit dem Hut und mit dem Bart. Und wir sehen hier auch gleich das Level, in dem wir uns befinden. Da seht ihr das ganz klein, so eine kleine 1. Das heißt, wir sind im Level 1, die einfachen Aufgaben quasi. Und ich gebe jetzt mal hier einfach die richtige Lösung ein. 2 und dann seht ihr wieder hier mit dem Hut und mit dem Bart wackelt. Gleichzeitig erscheint hier so ein Stern für die erste richtige beantwortete Frage. Und wir bekommen immer 5 Fragen gestellt und danach so ein Zwischenergebnis angezeigt. So, die nächste Aufgabe 7 geben wir auch mal richtig ein. Und dann seht ihr wieder, hier gibt es den nächsten Stern und er wackelt wieder und belohnt uns sozusagen für die richtige Antwort. Wenn wir jetzt hier mal eine falsche Antwort eingeben, dann erscheint direkt ein EEE auf dem Display. Und wenn wir zweimal eine falsche Antwort eingeben, dann wird diese Frage, diese Aufgabe als falsch gewertet. Und wir bekommen die nächste Aufgabe gestellt. Wenn ich jetzt die weiteren hier mal richtig eingebe, dann bekommen wir das hier auch angezeigt zum Schluss. Wir haben 4 richtig und eine haben wir falsch gemacht. Und nach dieser Anzeige startet das Spiel dann im Prinzip von vorne. Wir bekommen die nächsten 5 Aufgaben angezeigt. Wir können hierbei natürlich nicht nur das Addieren üben, sondern wir können auch andere Rechenarten hier auswählen, einfach indem wir hier auf Minus, Mal oder Geteilt drücken. Dann bekommen wir eben entsprechend hier dann Geteiltaufgaben und können dann hier die Antworten eingeben. Oder was wir auch machen können, ist, wir können das Level ändern. Es gibt insgesamt 4 Schwierigkeitsstufen. Über diesen Taster hier, wenn ich den drücke, dann steigt hier der Schwierigkeitsgrad auf 2, auf 3 und auf 4 an. Und ihr seht, 174 geteilt durch 58, das sind also schon deutlich schwierigere Aufgaben, die man dann hier lösen muss. Ja, neben diesen einfachen Aufgaben, Multiplikation, Division, Addition und Subtraktion, gibt es dann noch einen weiteren Modus und 1x1-Trainer, der kann hier drüber aktiviert werden. Da wählt man zunächst die Rechenart aus und dann die Potenz, also zum Beispiel 5. Und dann bekommt man jetzt hier nur Aufgaben angezeigt mit plus 5. Also 5 plus 5 ist 10. Und 8 plus 5 ist 13 und so kann man hier durchgehen. Gedacht ist das natürlich primär, um hier die Multiplikation zu üben und dann kann man hier eben auswählen. Die 5er-Reihe, 1 mal 5 ist 5, 12 mal 5 ist 60 und so weiter. Das kann man dann hier im Prinzip trainieren. Ja, neben diesen Aufgaben, die es hier gibt, bietet der im Prinzip keine weiteren Funktionen mehr. Es ist also alles in allem recht übersichtlich, aber man hat noch so ein paar zusätzliche Sachen hier sich ausgedacht. Die zeige ich euch auch noch mal ganz schnell zum Abschluss. Als in den 1980er Jahren die Konkurrenz für solche elektronischen Spielzeuge immer größer wurde, da hat man sich bei Texas Instruments noch so ein bisschen Zusätzliches ausgedacht, was man da noch beipacken könnte, um das Ganze etwas interessanter zu gestalten. Seitdem sind hier so kleine Plättchen noch mit dabei und die sind praktisch Spielbrett für weitere Spiele. Ich mache mal ein Beispiel. Hier gibt es zum Beispiel dieses Bowling-Spiel. Da muss man sich einfach ein paar Spielfiguren, zum Beispiel von dem Mensch ärger dich nicht spielen, nehmen. Jeder Spieler stellt sich hier unten hin und muss dann eben entsprechend Aufgaben lösen, der Reihe nach, in den entsprechenden Grundrechenarten und kann dann immer ein Feld weitergehen und wer als erster dann hier hinten ankommt, der gewinnt. Genauso gibt es hier so, zum Beispiel so einen kleinen Irrgarten, der aus zwei Spielplatten hier zusammengesetzt wird, wo man dann sich eine Startposition aussucht und dann im Prinzip versucht, durch dieses Labyrinth zu gelangen. Man kann sich selber entscheiden, wo man lang geht und trifft unterwegs immer wieder hier auf so Rechenzeichen und da muss man eben dann eine Aufgabe richtig beantworten, damit man eben weitergehen kann. Außerdem gibt es hier noch so ein kleines Fußballspiel, das ist mit dabei und ganz groß haben wir hier ein Slalomspiel. So, ich muss gucken, dass ich es richtig rum hier drauf setze, richtig rum zusammensetze. So ein Slalomspiel mit Start und Ziel und da kann man hier eben dann eine Slalomstrecke entlang fahren und wer als erstes am Ende ankommt, der hat gewonnen und unterwegs muss man, das seht ihr hier, eben dann auch immer Aufgaben lösen. Außerdem gibt es dann dazu oder daneben als allerletztes noch so eine Art Bingo-Spiel.
für vier Spieler, wo ihr quasi jeder eine Karte bekommt und dann werden Aufgaben gelöst. Und jedes Mal, wenn eine Antwort kommt, die auf der eigenen Karte ist, da kann man dann das entsprechend markieren. Und dann, wenn man dann eine Reihe voll hat, dann ruft man eben Bingo und hat gewonnen. Wie gesagt, das hat man noch nachträglich reingefügt. In der ursprünglichen Version des Little Professors war das nicht dabei. Einfach um das nochmal so ein bisschen interessanter zu machen und um den Verkauf nochmal so ein bisschen zu fördern. Ja, den Little Professor, den gibt es auch heute noch. Der kostet auch heute noch so ungefähr, ich glaube, 20 Euro. Ist eine interessante Sache, wie ich finde, immer noch für kleinere Kinder, wenn man gerade in der Grundschule ist, um da quasi hier so ein kleines Spielzeug zu schenken, wo man so ein bisschen Mathe noch mit lernen kann. Und er wird auch heute noch einigermaßen gut verkauft. Natürlich kann er auch heute nicht gegen zum Beispiel die Apps, Lern-Apps auf Smartphones und Ähnlichem, damit kann er natürlich nicht mithalten. Aber es ist trotzdem ein interessantes kleines Spielzeug und war für viele in den späten 70ern und frühen 80ern sicherlich ein spielerischer Zugang zur Mathematik. Ja, ich hoffe, mein Video über den Little Professor hat euch gefallen und konnte euch so ein bisschen in die Zeit zurückversetzen. Falls ja, dann freue ich mich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, das würde mich echt freuen. Empfehlt mich weiter, damit wir hier gemeinsam weiter wachsen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, damit ihr eben über die kommenden Filme von mir auch informiert werdet. Zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.